Morning. Wir müssen ein bisschen leise sein, weil es ist doch relativ früh. Wir haben natürlich wieder irgendwas gebucht, was sehr früh beginnt, nämlich eine Schnorcheltour. Und wir fahren jetzt mit einem privaten Boot um 7 Uhr, haben wir jetzt, Viertel vor 7. Um 7 Uhr müssen wir am Hafen sein, fahren wir zu Schnorchelspots. Da sind dann halt nicht so viele Touristen, so früh morgens ist das ganz gut. Ne? Ja. Und deswegen ziehen wir jetzt relativ früh los. Genau, vielleicht noch als Info, wir sind jetzt auf Gilea. Genau. Und wir werden auf jeden Fall Guilemino und Trabagan zumindest vom Boot aus sehen heute. Und ich hoffe, dass wir Unterwasserschildkröten sehen. Genau, das hoffe ich auch. Unterwasserschildkröten und The Nest, diese Skulpturen unter Wasser, da wollen wir ganz gerne hin. Ja. Ich glaube, das wird bestimmt ganz gut werden. Ne? Ja. Wir freuen uns sehr. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. Bis gleich. So, wir sind am Hafen angekommen und jetzt warten wir auf unseren Captain, den Joe, und wir sind zusammen unterwegs mit Paola aus Mexiko und Adrian aus Belgien, beide von unserem Homestay. Und es ist schon sehr schön hier, das Meer ist sehr ruhig, bisschen creepy, aber auch schön gleichzeitig. Es wird bestimmt gut. Ich denke, wir fahren zuerst zu den Unterwasserskulpturen und zu den Statuen und gucken uns das mal an. Und dann schwimmen wir ein bisschen mit Schildkröten. Okay, auf geht's! So, wir warten jetzt immer noch auf Joe. Ja, ne? Und auf den Schlüssel. Und auf den Schlüssel für den Laden. Den Laden, ja, wo die Masken und die Finne drin sind zum Schnorcheln. Also, ja, wir hoffen, dass es jetzt mal schnell geht, aber er zumindest weiß er schon mal, welches Boot es ist. Es ist nämlich das da hinten. Das kleine Grüne. Das ist unser Boot. Und wir hoffen, dass es jetzt schnell geht. So, wir haben jetzt hier Schnorchel und Taucherbrille. Ganz gute Sachen bekommen und haben uns die Flossen ausgesucht. Ja, und jetzt geht's dann gleich los. Unser Captain kommt jetzt hier mit dem Boot angefahren. Captain Morgan. Name ist Programm. Ist ein Glasbottomboot. Das heißt, wir können wahrscheinlich vom Boot runter ans Meer gucken. Das hatte ich auch noch nie, da bin ich sehr gespannt. Sehr gut. So, los geht's. Wir wissen noch nicht so richtig, was jetzt hier passiert. Wahrscheinlich wird das Boot ein bisschen aufgepäppelt. Das ist ganz schön shaky auf jeden Fall. Könnte witzig werden. Oder? Wir sitzen im Boot. Auf den Kanarischen Inseln
Unterwasserskulpturen sind tatsächlich nach echten Menschen, die dafür Modell gestanden haben. Und diese Skulpturen verwandeln sich in ein Korallenriff über die Jahre. Und somit hilft das dem ganzen ökologischen System ein bisschen wieder auf die Beine zu kommen, beziehungsweise sich selber zu erhalten. Und das ist eigentlich ein ganz cooles Ding. Und ja, wir machen jetzt mal ein paar Unterwasseraufnahmen gleich, wenn wir da sind. Ich denke, es dauert noch 5 Minuten. Wow, shaky. Und ja, wir werden mal sehen. Wir hoffen, dass wir lange die Luft anhalten können, damit wir schöne Unterwasseraufnahmen bekommen. Jetzt schon am Strand angekommen, ist wirklich nicht weit vom Strand scheinbar entfernt. Das ist nicht so tief, das ist schon mal ganz gut. Da braucht man keine Angst haben vor Haien, die es hier eh nicht gibt. So, was war? Ja, jetzt fahren wir auf jeden Fall zu den Statuen. Die waren hier noch gar nicht. Der falsche Platz. Jetzt fahren wir noch mal ein Stückchen weiter und ja, mal sehen, ob wir jetzt dann zu dem richtigen Spot kommen. Jetzt sind wir da tatsächlich am richtigen Spot. Sehr gut. Da drüben. So, jetzt waren wir bei den Unterwasserskulpturen. Das war wirklich super, super cool. Hat sich auf jeden Fall mega gelohnt. Wir hatten die ersten 5 Minuten fast für uns allein. Es waren nur 2, 3 andere Leute noch da. Und, a big one here. Yeah? Yeah. A turtle. Oh, okay. Okay, ich muss ins Wasser gleich nochmal. First turtle. Damit kann ich leben. Ja. Könnte ich so süß sehen. Jetzt muss ich erstmal meine Flossen an. So, wir sind zurück von der Schnorcheltour und wir haben einen schwer verletzten. Ja, mein Hai. Wir sind vom Hai gebissen. Müssen wir mal kurz zum Arzt laufen. Eigentlich habe ich versucht, und mal untersuchen lassen. Ja, es ging um die Drohne, die musste mal auf dem Boot landen, war ein bisschen schwierig. Und Lari wollte sich nicht davon abhalten lassen, die aus der Luft zu fangen. Und wie ich ja auch schon schmerzlich erfahren habe, ist das echt uncool, wenn man die Finger dann in die Rotorblätter bekommt. Das ist echt schwierig, die zu catchen. Und ja, du hast sie gecatcht. Ja, aber dann war gut und dann ist sie nicht ausgegangen und dann hast du sie losgelassen und dann ist das Rotorblatt da rein. Jetzt schnell zum Doktor. Zeig nochmal hier rein. Da oben ist ein Stück weg und das ist hier ziemlich tief. Jo. Schuss aus. Ja. Yes, hier okay. Big cut at the finger. Und? Ja, du lachst. Ja, der hat jetzt sauber gemacht. Also wirklich sehr gründlich, denke ich. Ja. Und es ist halt seitlich ein Cut, der relativ tief ist. Aber doof ist halt, dass oben komplett die Fingerkuppe wurde ganz ein bisschen ein Stück ab. Ja, genau. Und hier vier Finger, Joe. Hello! Ja, ist
tut ein bisschen weh, aber es ist halb so wild, hoffentlich. Aber dein schöner Badeanzug ist ein bisschen mit Leidenschaft gezogen worden. Ja, das müssen wir jetzt sauber machen. Das müssen wir jetzt schön sauber machen. Ich wasche das jetzt mal gleich. So, wir sind zurück von unserem Schnorcheltrip. Ich bin ein bisschen mit der Drohne hochgeflogen, bin aber vom Boot gestartet mit der Drohne und das ist natürlich dann echt nicht so easy, weil es war wirklich relativ shaky, wellig und so, und dann diese Drohne wieder zu landen. Es hat bestimmt 5 Minuten gedauert und Lari musste natürlich unbedingt, wollte sie aus der Luft fangen. Ich habe gesagt, dann lass es bitte. Aber sie musste es unbedingt machen und jetzt haben wir den Salat. Also man sieht hier, das ist harmlos. Aber den Finger hat es übel erwischt. Also hier so ein Cut, also tatsächlich relativ tief. Und die Fingerkuppe ist sogar ein bisschen... Aber dir geht's gut. Ja. Das ist die Hauptsache. Ja. Und die Drohne haben wir dann auch noch geschafft zu landen, ohne sie zu fangen. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen raus, schauen uns den Sonnenuntergang noch ein bisschen an, genießen noch mal den letzten Abend hier auf den Gili Islands. Morgen fahren wir dann rüber nach Lombok und da haben wir eine richtig, richtig, richtig schöne Unterkunft gebucht, um mal noch ein bisschen zu relaxen. Schönes und Hotel. Ja, ist eine top, top Unterkunft und ja, seid gespannt. Nicht vergessen, wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann abonniert uns, schaltet die Kanalinfo ein. Sobald wir ein neues Video posten, bekommt ihr dann eine Info, dass das Video draußen ist. Folgt uns auf Instagram, schaut auf unseren Blog paradiseisverynice.de. Ja, und ich hoffe, es gefällt euch und wir sehen uns im nächsten Video.